So, Kapitel 2. Na, dann schauen wir nochmal. Oh, was ist so weit? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Scheiße. Krass. Ja, nee, ich glaube, das wird hier nichts. McCoy. So, wir haben ein Chinesemodul bekommen. Mit dem Chinesemodul, da muss ich mal ganz kurz mal gucken. Können wir, bin ich der Meinung, ja. Ist das fies. Wir können halt Objekte jetzt zu uns ziehen und können sie auch abstoßen und werfen. Dann würde ich jetzt mal sagen. Eine wirklich, wirklich sehr nützliche Fähigkeit. Okay, also wir könnten jetzt zurück zum Shop und uns einen Flammenwerfer holen, aber... Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Und? Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ja, super. Ganz schau. Ganz, ganz schau. Wenn ich das schon höre, Leichenhalle, ja? Oh, nee. Ach du Scheiße, Alter. Also, ne, letztendlich, ja, wir sind ja ein recht gesichtsloser Held, wenn man es mal so nennen möchte. Also, wenn ich in dieser Rüstung stecken würde, unter diesem Helm, wäre die ganze Zeit wahrscheinlich so unterwegs. Oh, scheiße. Oh, das muss so mies sein hier, ey. Okay, na dann, ab auf die Krankenstation. Hey. Aha, okay, alles klar. Scheiße. Oh!
nichts mehr rum. Dann gucken wir mal. Wir gehen runter. Watch the vents. Hoho! Ihr seid halt eklig. So. Na, Leute. Kiste. Knappe Kiste, Freundchen. Ja, es ist schon mal heftig irgendwie, wenn so mal von allen Seiten kommen. Also die, wie gesagt, die Steuerung ist recht träge irgendwie. Er ist jetzt nicht so der spritzige Typ, der sich schnell bewegt irgendwie und schnell irgendwie einen Turn macht, so einen 180 Turn. Von daher, man gerät sehr schnell in eine sehr unkomfortable Lage irgendwie. So. Also ich weiß, ich muss in die Tür da vorne rein. Ich würde ganz gerne erstmal kurz mir die anderen Räume hier nochmal anschauen. In der Hoffnung, hier was Schönes zu finden. Ja, auf der Krankenstation wird man natürlich hoffentlich sehr viele Medipacks finden. Wenn es geht, werden natürlich große ziemlich cool. Ja, ich mache nur die kleinen. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja. Ist, der Marker ist ruhmreich und göttlich. Ja, da haben wir. Join us in Paradise. Da haben wir den Marker. So. Dann holen wir uns doch mal. Hier vorne den Sprengsatz. Ah, schön, schön. Hol dir mal den prosthetischen Arm, ne? Heute zwei. Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Ganz schau. Ach Gott, ey. Das Biolabor. Ja, und da fragt mich doch irgendwie, warum
Warum züchtet man denn hier Babys irgendwie in so einer Umgebung irgendwie? Ich meine, wir sind auf einem Abbauschiff. Ja? Einem Bergbauschiff. Warum? Und jetzt... Was? Wie? Wo ist er? Wo ist er? Freundchen, Freundchen, Freundchen. Nicht mit mir. Ja, nee, aber das finde ich schon komisch. Also warum? Warum macht man's? Lass mal hängen. Nehmen wir mit. Was mit dir, Kumpel? Ah, ja. Das. Hoppala. Leider auch keine Credits für uns. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl nach oben. Lass mich! Hau ab! Ja, die Finisher sind schon ziemlich heftig in dem Spiel irgendwie. Oh, das hätte jetzt aber auch schief gehen können. So, hier vorne holen wir uns auf jeden Fall erstmal wieder schön Energieknoten. Und dann haben wir hier anscheinend das Thermit, ne? Nice. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja, schön. So, warte mal, hier vorne haben wir noch ein bisschen Moon, die nehmen wir natürlich mit. Cool. Unten, hatte ich unten alles? Würde nämlich nochmal ganz kurz, nicht, dass ich da was übersehen habe. Die Toiletten nochmal überprüfen. Oh, ein Audio. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Naja, kein Sci-Fi-Abenteuer ohne einen durchgeknallten Scheißwissenschaftler. Gut, na dann. Let's get back. Wie? Oh, ihr Wichser! Ja, aber erzählt euch mal, warum ich halt die Körper immer alle versuche, so ein bisschen noch zu zerlegen irgendwie, weil halt aus jedem Scheiß Toten könnt ihr immer so ein Nekromorph auf jeden Fall noch entstehen. So. Hier geht's weiter. So, dann schauen wir mal kurz, wie es im Menü aussieht. Das sieht schon mal wieder recht voll aus. Hier war doch ein Shop. Ich würde mal sagen, wir bunkern mal schnell die Sachen. So, schnell alles eingepackt. Und weiter geht's. Bildgebende Diagnostik. Auf zum Röntgen.
geht aus. Shit. Hey, Kumpel. Hey. Mach doch nicht so was. Oh, Alter, wie der schon aussieht. Dass hier oben noch steht. Das ist echt eklig. Twinkle, twinkle, little star.